So, wie weit wollen wir denn eigentlich noch hier hingehen? Jetzt haben wir wie viel Kohle? 40 Kohle haben wir wieder eingesammelt. Okay, ich fange mal hier an. Zweierkiste, Zweierkiste, Zweierkiste. Doch, da kommen wir so gut noch ran. Ich baue mich mal hier so hoch. Zweierkiste. So, hier kommen die Treppen. Und dann kommen hier noch, da kommt hier die Decke rein. Also wir müssen noch zwei höher gehen. Alter. Ja gut, da müssen wir dann zwei höher gehen, genau. Dann kommt da oben die Decke rein und dann haben wir das auch von der Höhe geschafft. Junge, Junge, Junge. Das ist ja wirklich ein Projekt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Hier ist die Höhe 44 gerade. Mir noch gar keine Gedanken gemacht, wirklich, ob ich mir so ein Geheimlager oder sowas bauen werde, wo ich auch Diamanten und sowas verstecken werde. Ich meine, verstecken muss man jetzt sowas hier nicht. Wir sind denn nicht so ein Survival-Build-Server oder sowas. Und ich will mir nicht immer die Mühe machen, 300 Sachen aufzugraben, nur damit ich zu meinen Diamanten komme. Noch ziemlich krass finde ist, wir sind noch gar nicht gestorben. Das finde ich eigentlich ziemlich krass. Das haben wir noch nie gehabt. Aber gut, wir machen auch nicht so richtig riskante Dinge. Das alles hier mal in den einen Radius hier alles abzubauen, was ich zumindest hier kann. Können wir unten wieder schön einsammeln gehen. Dann haben wir wieder 30 Tonnen Kobbel im Inventar und das kann ich dann wieder in eine von unseren 50.000 Kisten reinballern. Weil ich glaube, bis das Lager, bei uns das Lagerhaus überhaupt voll wird, boah, das könnte noch dauern. Weil wir haben ja zwei Etagen, also noch unten im Keller und oben auf dem Dachboden hätten wir auch noch die Möglichkeit, noch Sachen zu lagern. Wenn nicht viel, aber ein bisschen noch was. Können wir noch viele Double Chests machen. So, da haben wir jetzt so einen Krater drin. Ich gehe das mal abladen, nicht, dass wir dann später so viel haben. Was ich halt auch noch mache, ist hier oben gleich mal die Öfen wieder mal reinschmeißen, alles. Muss dauerhaft befüllt werden, Alter. Heizraum könnte man auch nicht aufbauen. Junge, Rohkupfer. Was macht man denn mit dem ganzen Zeug? Ich habe hier immer noch Kohle drin gehabt, glaube ich. Ja. Ich sammle mich einfach mal rein. Ja, da das. Damit wir das auch haben. Und drüben beim Haus hole ich mal auch schnell die Kohle raus, weil da drüben sind wir ja nie. Und wir brauchen gerade jede Kohle, die wir haben. Oh, moin, Freunde. Oh, danke. Was wir auch immer mit denen machen werden. Hier habe ich noch Wolle. Ich nehme das mal mit raus. Ist hier oben eigentlich noch was? Ach ja, hier ist, glaube ich, Tobi sein zurück, gell? Junge, wo haben wir das denn her? Ich lasse das einfach mal hier liegen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Tobi sein Zeug war. Hier oben wollten wir ja noch ein Bett eigentlich reinbauen. Das haben wir aber nicht gehabt. Hier, ne? Schon eine schöne Welt eigentlich, wo wir sind. Ich hätte auch mal schlafen können. Ich könnte auch mal mit Shader, könnte man eigentlich auch mal spielen. Aber ich habe schon Shader, aber die sind wirklich nicht so verwendbar, wie sie gerade sind. Also, naja.
sollte vielleicht mal wieder hier, könnte ich auch mal befüllen. Oh, nein! Hä? Ich kann doch gerade Stein brennen? Zu was? Soll da rauskommen? Noch mehr Stein? Andesit. Theorit haben wir diesmal gar nichts. Aber Granit haben wir wieder ganz viele bekommen. Guck mal, so sieht der polierte dann aus. Das ist so, naja. Wir haben es ja unten im Keller vom Strandhaus gebaut und, naja. Ja. Ist nicht so umwerfend. Jetzt ist es auch, ja. Dann machen wir das gleich noch mehr. Machen wir gleich mal zwei Gemälde und dann will ich gleich mal rumprobieren, so ein bisschen, wie das aussieht. Wir müssen, stimmt. Soll ich, warte mal, das hole ich auch mal. Ich mache das jetzt auch mal. Ich mache jetzt mal den Gang, den wollten wir eigentlich ja in der letzten Session fertig machen. Dass wir da mal das hier machen. So, ich mache mal 10 Stück. Weil ich nicht genau weiß, wie viel wir da noch brauchen werden. Damit wir mit dem auch mal fertig werden. Ja, Eisen haben wir jetzt wieder genug. Nicht, dass ich zu viel habe. Level 39 schon, Junge, fast Level 40. Nur von hier unten rumbauen. So, hier haben wir. Zwei fehlen noch, okay. Zwei machen wir noch. Workbench ist jetzt da hinten. So, zwei Kessel. Sieht super aus. Und jetzt, wenn man hier. Wenn man hier schon ein Bild macht. Ich glaube, ich weiß, wie ich das wieder mache. Da gibt es, glaube ich, aber nicht so viele Bilder. Oder wir machen einfach überall dasselbe Bild. Ist mir nicht egal, wir können eigentlich überall auf dasselbe Bild nehmen. Ich habe damit kein Problem. Und das müssen wir dann halt überall noch machen. Naja, es sieht immerhin schon mal ein bisschen besser aus. Vor allem das jetzt hier mit die Töpfe und so weiter. Ich finde das ein bisschen besser. Besser als wenn es einfach nur so ein Gang ist, wo einfach nichts ist. Boah, das wird hier eine Baustelle noch. Was haben wir jetzt eigentlich aufgetan, eigentlich? Da könnte ich auch bald später mal mit den Abzäunungen anfangen, also mit den, wo man die Wände ziehen wird, wo dann das nächste Regal anfängt. Gar nicht mal wissen, was ich eigentlich, wenn ich alle meine Minecraft-Zeit wirklich die von Anfang an, wo ich das erste Mal gespielt habe, bis heute durchrechne, wie viele Stunden das überhaupt schon sind. Boah, das will ich mir gar nicht mal vorstellen. Müssen noch locker mehr als 5000 schon sein, oder? Oder 6000, ich will das mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Natürlich, wie weit machen wir das denn überhaupt jetzt rein? Ich baue mal hier in die Seite mal nicht weiter. Solange wir noch nicht wissen, also solange ich noch keine Blöcke habe, damit wir hier die Wände ziehen können. Darum bauen wir erstmal die Decke hier durch. Und vielleicht haben wir dann was Neues geschafft bis Ende der Session, dass wir hier einen ganzen Raum gemacht haben. Wie letztes Mal halt. Nur der Raum wird dann halt für das Lager sein. Und
dann können wir nicht mal irgendwo auch noch so einen Raum reinbauen. Das werde ich, glaube ich, hier links so machen. Aber hier haben wir rechts die Halle. Und hier machen wir so einen Raum drin rein, so einen kleinen, der umringt ist von Öfen. So ein Heizraum, damit wir da auch wirklich mal auch. Oh, oi, oi. Damit wir da auch mal Zeug brennen können. Oh Gottes Willen. So weit hoch hätte ich gar nicht mal müssen. Naja. Mehr Kies für mich. Ich mach das mal wieder weg. Das ist eine blöde Stelle hier. Ich mach das mal genau hier drüber. Mal bis hierher mal und dann später sehen wir das ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mal sowas überhaupt bauen würde. Ich meine, ich habe neben dem 5M Dauerplaying auch mal so ein 12-Stunden-Video irgendwo mal gemacht. So ein privates 12-Stunden-Video. Das ist ein bisschen, also 12 Stunden, 10 Minuten, glaube ich, ging das. Da habe ich dann, da haben wir mit Tobi, habe ich mit Tobi, glaube ich, nicht wirklich viel gespielt. 5M, also da haben wir, wenn, auf andere Server mal gespielt, die ein bisschen, ja, ich würde sagen, besser auch waren. Zumindest was das Cop-Ding so angeht, weil da gab es auch die richtigen Autos. Die haben auch gut funktioniert. Jedenfalls habe ich da auch eine Minecraft-Welt gemacht. Die kann ich vielleicht mal. Vielleicht zeige ich die auch mal in Folge 100. Ich meine, da ist jetzt nicht so wirklich viel Spannendes dabei. Da ist nicht viel zu zeigen, weil das ist eigentlich so eine große Baustelle wirklich. Und ich glaube, ich habe mir da auch was viel zuvor genommen. Aber ich könnte das ein bisschen mal zeigen, was ich da so ungefähr vorhabe. Dass ich da noch so im Boden stampfen möchte. Das wird interessant. Und das habe ich halt so, ich glaube mal, 5-6 Stunden oder was, oder ja, 5 Stunden sind vom Video ein Teil, wo ich Minecraft in dieser Welt gespielt habe. Alleine, muss man sagen, das ist Singleplayer. Weil ich auch gerne mal so einen Server hätte, wo ich mit Kumpels so Gast im Let's Play mache. Also wir können da alle selber für sich live streamen oder Let's Playen oder wie auch immer. Oder zusammen in einem Teamspeak und so weiter und reden. Jetzt hat er uns in Baustellen herumhängen und arbeiten und so weiter, jeder so in sein Gebiet. Und da besucht man sich mal hin und wieder. So auf dem Server halt. Kann man auch hier auch machen. Das ist meinetwegen jedem das seine. Ich wechsle, glaube ich, mal gleich mal die Playlist, weil die Playlist ist bald alle. Das sehe ich gerade. Deswegen gucke ich gleich mal hier, was ich habe. So, haben wir gleich.
Das haben wir gleich. Mach einfach wieder die Playlist an, die ist glaube ich hier am besten. Oh ne, das Lied geht aber zu lang. Das haben wir eh schon letztes Mal so lang gehört. Aber ich finde es gut, das war ein sehr schönes Lied. Ja, das ist ja sehr schön. Mache ich hier wieder OBS. Und ja, das. So. Und wieder Tonnen an Cobblestone. Ist ja schön. Noch sind wir ja nicht so überfüllt. So, hier und das muss auch noch weg, da kommt dann die Wand. Aber ich glaube, wenn ich das in einer anderen Welt gebaut hätte, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so die Lust hätte, das alles wirklich zu bauen. So wirklich, also genau sowas hier zu bauen, in den Boden stapfen und vor allem permanent, also wirklich jetzt mehrere Stunden so daran zu arbeiten, so wie jetzt halt. Also jetzt ist dann nicht mal, glaube ich, doch jetzt ist, glaube ich, mal eine Stunde oder was vergangen. Ja, eine Stunde, eineinhalb Stunden sind vergangen circa. Aber ich werde jetzt nicht mehr lange machen. Wir sind jetzt eh, glaube ich, ja, könnt ihr gut hinkommen, dass wir wieder ein paar Folgen haben. Morgen wird dann wieder schwer aufzunehmen, weil es ist heute Donnerstag. Wobei ich bin Donnerstag, Freitag. Nee, morgen ist ja Freitag, so. Heute ist Donnerstag. Und da ist dann meistens wieder RP-Time. Und da habe ich ja nicht überhaupt keine Lust. Ich meine, ich muss ja nicht. Ich entscheide mich aber halt einfach dafür, weil was soll ich denn sonst machen, so wirklich? Natürlich kann ich ja einfach aufnehmen und das mache ich auch meistens. Das war zum Beispiel bei den, wann war denn das? Während ein E-Test-Game. Während ich E-Test aufgenommen habe. Nee. Das war mal letztes Mal, das war die vorletzte Session von E-Test. Da habe ich zum Beispiel mal, statt 5M den ganzen Tag, habe ich eine Zeit lang halt einfach E-Test aufgenommen. Ein bisschen gequatscht. So, wie weit machen wir das noch? Ich würde sagen bis hierher, weil hier ist ja dann die Grube. Das ist mal so. Was dahinter kommt, das wissen wir noch nicht. Entweder geht es noch weiter rein oder das war's. So, gut, dann haben wir das irgendwie schon mal wegbekommen. So, dann wieder zurück. Ins Tor. Zack, zack. Bam. So, ich geh mal wieder nachgucken, ob wir schon wieder mal ein paar Blöcke haben. Weil das geht ja so schnell rum die ganze Zeit.
Ja, guck mal, es ist ja schon wieder fertig. Bam. Wird gar nicht lange rumgeguckt, da wird gleich reingeballert. Zack. Abfahrt. Die letzte Kohle. Ich glaube, dann werden wir in der nächsten Session mal ein bisschen farmen gehen, wenn es weiter so geht. Hier haben wir nichts. Hier mal wieder was. Hier mal wieder was. Und hier mal. Ja, ist egal. Wir haben halt eine Kohle verschwendet dafür. Mein Gott. Hauptsache, wir haben wieder genug Stein. So. Bam. Und den einen Stein, den lassen wir da. Der Albert Einstein. So. Ich lagere das erstmal alles ein bisschen wieder ab. Damit man überhaupt noch einen Überblick hat. Die ganzen Blöcke sehen fast hier gleich aus. Eieiei. Kies. Kobbel. Das Übliche. Ja. Gut. Dann wieder hinunter zur Baustelle, die noch sicher bis Folge 1 Million dauern wird. Was mache ich dann überhaupt für eine Nummerierung dann, falls ich 1 Million Folgen habe? Ich glaube nicht mal, dass das überhaupt möglich ist. Gibt es da nicht irgendeinen YouTube-Channel, der 1 Million Videos oben auf dem Kanal hat oder mehr als 100.000? So wirklich 100.000 Videos auf einen Kanal. Interessant wäre das eigentlich mal zu wissen.